Und wir sind mittendrin in den Meinungen. In unserem politischen Meinungsgespräch im Bonjour Berlin begrüße ich jetzt Claudia Kade von der Tageszeitung Die Welt. Schönen guten Morgen nach Berlin. Hallo, grüß Sie. An diesem Tag nach dem Krisentreffen in Minsk sind die Kommentatoren ja damit beschäftigt, überhaupt erstmal einzuordnen, wie diese Einigung in der Ukraine-Krise zu bewerten ist. Setzen wir bei Ihnen direkt an. Zu welchem Urteil kommen Sie? Also es ist bei weitem nicht die große Friedenslösung, die wir uns alle gewünscht haben. Aber wir müssen sagen, gestern um diese Uhrzeit liefen Agenturmeldungen noch, dass die Verhandlungen von Minsk gescheitert seien. Also da war eine große Dramatik auch gestern. Und wenn man das als Basis betrachtet, dann muss man natürlich sagen, gut, dass es diese Einigung gibt. Sie ist mit großen Unsicherheiten behaftet, ob der Waffenstillstand, der ab Sonntag gelten soll, halten wird, ob der Abtransport der schweren Waffen in den Regionen gelingt, wer das kontrolliert, wer tatsächlich auch es hinbekommt, in der Ukraine eine tiefgreifende Verfassungsreform zu bewerkstelligen mit größeren Autonomien für die Regionen, in denen jetzt gekämpft wird. All das ist wahnsinnig unsicher. Die Kämpfer auf beiden Seiten kämpfen nach ihren eigenen Regeln, also dass man eine Waffenruhe wirklich kontrollieren kann, das kann man wirklich Stand heute noch nicht sagen. Und man hat es ja auch gemerkt gestern an den Worten, die von beiden Seiten gewählt wurden, an den Gesten, an den Auftritten. Angela Merkel sprach von einem Hoffnungsschimmer. Das klingt nicht nach Kontrolle. Das klingt nicht danach, dass sie die Situation im Griff haben könnte. Und Putin, ganz im Gegensatz dazu, der trat sehr lässig auf, immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er hat natürlich eine leichtere Position als Angela Merkel, denn wenn diese Vereinbarung von Minsk nicht halten sollte, dann hat Merkel viel größere Probleme. Sie muss dann, wie Putin, auch wieder an den Verhandlungstisch, aber gleichzeitig muss sie sich noch darum kümmern, dass die NATO, dass die USA mit im Boot bleibt, dass die Linie der NATO-Staaten einheitlich bleibt, dass nicht plötzlich doch Waffenlieferungen aus den USA kommen in die Ukraine, wie Merkel das ja verhindern will. Also durchaus, je nach Perspektive, kann man da zu einer unterschiedlichen Einordnung kommen, wie Sie es gerade sagen, Claudia Kade. Werfen wir noch einen Blick auf dieses Duo, was wir dort in Minsk gesehen haben, das französisch-deutsche Duo. Es wurde auch gerade von unserem Kollegen aus Brüssel noch mal berichtet, dass es positiv aufgenommen wurde, wie die beiden die Verhandlungen geführt haben. Ist es gut für Europa aus Ihrer Sicht, dass die beiden da sich an die Spitze gestellt haben? Ja, das ist ganz wichtig. Wir erleben ja schon erste Fliehkräfte in Europa, osteuropäische Staaten, die eigentlich stärker Aufrüstungshilfe leisten wollen für die Ukraine. Und wenn Merkel und Hollande da beide auftreten, diese deutsch-französische Achse aufrechterhalten, dann ist das immer gut für die Einheit in Europa. Das Format Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland, das sogenannte Normandie-Format, das gibt es seit letztem Jahr. Das geht zurück auf eine informelle Gesprächsrunde am Rande des Weltkriegsgedenkens im letzten Jahr in der Normandie. Und auch das ist natürlich für das Abkommen von Minsk von gestern von Bedeutung, dass diesmal nämlich wirklich Staats- und Regierungschefs das Papier unterzeichnet haben. Bei Minsk I, also dem ersten Abkommen aus dem vergangenen Jahr, das gebrochen wurde, da war das eben noch nicht der Fall. Da hatten nur Unterhändler unterschrieben. Jetzt hat das natürlich ein stärkeres politisches Gewicht, was da vereinbart wurde. Obwohl man eben auch sagen muss, wir haben gestern gesehen, welch großen Einfluss und Druckmittel auch die Separatisten, die prorussischen Separatisten haben. Die waren ja auch diejenigen, die tatsächlich in den letzten Stunden dann noch das Abkommen zunächst ins Wanken gebracht hatten. Und dann möglicherweise auf gutem Zureden von russischer Seite vielleicht dann doch am Ende eingewilligt haben. Die Frage ist ja auch nach wie vor, wie viele Fragezeichen gibt es noch? Und da scheint es ja sehr viele auch zu geben. Wie wird es jetzt aus Ihrer Sicht weitergehen müssen, um hier möglicherweise tiefergehende Veränderungen in der Ukraine-Krise zu erzielen? Also es wird noch, wie Angela Merkel das ja auch gesagt hat, es wird noch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt werden müssen. Es geht nicht nur um Kontrollen von Waffenstillstand und von Waffenabzug. Es geht ja auch darum, dass die Ukraine selbst sich komplett neu gestalten muss, aufstellen muss. Das ist ja auch vereinbart worden, dass also eine Art Bundesrepublik aus der Ukraine werden soll, mit Bundesländern, wie wir es haben, ähnlich jedenfalls. Das heißt, die Regionen sollen höhere Autonomie bekommen. Das alles soll bis Jahresende unter Dach und Fach sein. Das ist wahnsinnig ehrgeizig. Das sind große Fragezeichen. Was Putin auch für sich verbuchen kann, ist, dass er eben bis zum Jahresende Zeit hat, diese Instabilität in der Ukraine für sich
zu nutzen. Also die, das ist ja sein großes Ziel, dass er in der Ukraine einfach Instabilität schaffen möchte. Und das, dazu hat er jetzt im Prinzip noch ein Jahr weiter Zeit. Was hinzukommt, ist, dass sich der Westen bereit erklärt hat, die komplette Aufbauhilfe finanziell zu schultern. Das halte ich aber für ein gutes Zeichen, denn man muss natürlich auch in der Ukraine deutlich machen, dass es sich in Anführungszeichen lohnt, dem Westen sich zuzuwenden. Claudia Kade, lassen Sie uns noch auf ein innenpolitisches Thema kommen. Sie sprachen das Wort Bundesländer schon mal kurz an. Am Sonntag wird in Hamburg gewählt. Und was ist aus Ihrer Sicht bei der Hamburg-Wahl das Bemerkenswerteste? Ganz klar der Stand der FDP. Die FDP ist da in den vergangenen Wochen plötzlich wieder über die 5%-Hürde in den Umfragen geklettert. Jetzt sieht es so aus, als ob sie sicher reinkommt. Das könnte eine Trendwende sein, wenn die FDP jetzt also nicht aus der Hamburger Bürgerschaft rausfliegt. Auf dem Niveau sind die ja schon, dass man sozusagen das Drinbleiben schon als Erfolg wertet. Aber in der Tat, so ist es eben. Und interessant eben auch, dass der SPD-Bürgermeister Olaf Scholz sogar damit rechnen kann, seine absolute Mehrheit zu verteidigen. Das ist ja sehr ungewöhnlich, wenn man eben die SPD auf Bundesebene betrachtet, die da über ihre 25% nicht hinauskommen. Olaf Scholz liegt weit über 40% in Hamburg in den Umfragen. Das ist interessant und ein weiterer spannender Punkt ist, dass die AfD erstmals in ein westdeutsches Landesparlament einziehen könnte. Also der Sonntag ist schon interessant auch für die Bundesebene. Vielen Dank, Claudia Kade, für Ihre Einschätzungen an diesem Morgen. Und wir werden natürlich auch hier bei Phoenix die Wahl in Hamburg begleiten. Dankeschön. Ich danke Ihnen.